Dieser Supersportwagen ist streng geheim und könnt ihr noch nicht in GTA Online haben, aber mit dem Trick könnt ihr ihn jetzt schon haben. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und Leute, bewertet dieses Auto 1 bis 10 in die Kommentare. Ich bin gespannt, aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Auto ist es denn eigentlich? Naja, es ist der Overflowed Pipistrello. Dieses Fahrzeug findet ihr eigentlich auf Legendary Motorsport für knappe 3 Millionen GTA-Dollars, was schon echt eine Menge ist. Aber es ist nicht da. Warum? Naja, zum Ersten, es ist ein GTA Plus Fahrzeug. Das bedeutet, nur die Leute, die Pay-to-Win sind, also GTA Plus haben, können sich dieses Fahrzeug kaufen. Aber am Ende des Videos werde ich euch einen Trick verraten, wie ihr es jetzt schon haben könnt. Erstmal zeige ich euch das Tuning von diesem Fahrzeug. Also erstmal zu den Basics, klar, es hat Panzerung, Bremsen, Motor, Fun Fact, es ist ein Elektrowagen, aber es hat natürlich auch sehr viel optische Tuning-Möglichkeiten, die wirklich gut gemacht sind. Ihr könnt vorne den Kühler unglaublich viel ändern, ihr könnt vorne die Motorhaube sehr viel ändern. Kleiner Fun Fact, dieses Fahrzeug wird ohne Spiegel geliefert, ihr könnt aber Spiegel dran tunen, je nachdem, was ihr wollt. Ihr könnt hier das Dach verändern, ihr könnt hinten den Spoiler drauf machen. Fun Fact, wenn ihr hier keinen Spoiler drauf macht, habt ihr hier einen automatischen Spoiler, wie beim McLaren P1. Ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend müsst ihr selber abwägen, was ihr haben wollt, aber auch so gibt es richtig coole Spoiler. Und generell, ihr könnt das Fahrzeug eigentlich zum richtigen Racecar umtunen, also optisch gesehen, denn das Fahrzeug ist lahm. Es ist zwar irgendwo schnell, es ist ein Supersportwagen, aber für Rennfahren ist es nicht geeignet, da die HSW-Fahrzeuge viel schneller sind als alles andere. Dementsprechend, wenn euch dieses Fahrzeug holen wollt, dann eher als Showcar und nicht als Racecar. Aber Leute, das Fahrzeug habe ich natürlich auch gemoddet. Hier seht ihr es nochmal mit Bennys Felgen und krasser Lackierung. Wie gesagt, 1 bis 10, haut es in die Kommentare, was denkt ihr über dieses Fahrzeug? Aber wie versprochen, zeige ich euch jetzt Wege, wie ihr dieses Fahrzeug bekommen könnt, obwohl ihr keinen GTA Plus habt. Naja, der einfachste Weg tatsächlich ist es einfach, wenn ihr einen Freund habt, der GTA Plus hat und sich dieses Fahrzeug geholt hat. Fun Fact, für GTA Plus Mitglieder ist dieses Fahrzeug kostenlos aktuell und ihr könnt es einfach im LSK Meet abkaufen für über 3 Millionen GTA Dollars, also nicht günstig, aber machbar und am einfachsten. Aber klar, wenn es ein Gift Custom Friends gibt, könnt ihr natürlich auch via Gift Custom Friends dieses Fahrzeug euch einfach ziehen. Ist aber halt natürlich deutlich aufwendiger. Aber gut, Leute, das war's das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus. Ich bin raus, euer Mod. Ciao.